Ausnahmezustand in Lloret de Mar. Tausende deutscher Schüler auf Abifahrt. Und was wollen die? Erfrischende Kaltgetränke. Und ich mittendrin. Na Prost. Ich war hier selbst mal auf Abifahrt. Das volle Programm. Strand, Saufen, Party. Wer zu früh eingeschlafen ist, den haben wir angemalt oder ihm die Zähne geputzt. An viel mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Für diesen Film fahre ich ein zweites Mal nach Lloret. Mal gucken, was diesmal hängen bleibt. Ich will auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, denn damit die einen feiern können, müssen andere arbeiten. Und keine Müdigkeit vortäuschen, als weitergeschnitten das Ding darf voll werden. Also, Y-Kollektiv auf Abifahrt. Los geht's. Anreisetag in Lloret de Mar, oder wie die Deutschen sagen, Lorette. Heute kommen Abiturienten aus ganz Deutschland, die meisten in Reisebussen. An einer spanischen Landstraße warten wir darauf, dass uns einer von ihnen mitnimmt. Jawohl, Mango-Tour. Das ist er doch. Abifahrt also. Ich weiß ja nicht. Klar, mal wieder 18 sein für ein paar Tage. Aber saufen mit Schülern? Wird das nicht eine richtig peinliche Nummer? Geil, das wollte ich immer schon mal machen. Und halten. Hallo, hallo. Ja, hi, wir sind vom Y-Kollektiv. Wir fahren jetzt ein Stück mit euch mit. Die Schulklassen kommen aus Baden-Württemberg. Für die letzten Kilometer dreht Fahrer Hassan nochmal die Musik auf. Johnny Depp. Ja, stellt euch schon mal drauf ein. Von der Musik gibt es in diesem Film noch viel, viel mehr. Nele ist die Reisebegleiterin auf dieser Fahrt. Wann seid ihr losgefahren? 20 Uhr ungefähr. Das und heißt, bis jetzt. Wir haben es jetzt irgendwie 2:30. Ja. Nachmittags. Dann kann man sich das ausrechnen, wie lange wir jetzt unterwegs gewesen sind. Viel geschlafen die Nacht? Ich hab's versucht. Aber man kann halt auch Abi-Leuten nicht verbieten, die Musik wirklich ganz runter zu schrauben. Und wenn sie dann aus ist, dann dauert es vielleicht 2-3 Stunden, dann ist sie wieder an. Klingt also, auch nicht nach der Gruppe, die wenig oder keine Musik hört. Ja. Aber hier sind wir auf jeden Fall schon. So, mein Lieben, ein herzliches Willkommen hier im wunderschönen Lloret de Mar. Mein Name ist Thomas von Mango Toast und Servus, grüß euch alle. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Fahrt, seid alle gut angekommen, wart anständig. Jetzt vorne kriegt ihr erstmal einen Schnaps, da ist ein Kollege von uns, von Ficken. Da gibt es erstmal einen Schnaps, dass ihr erstmal auf ein Level kommt. Ganz wichtig. Saufen, was sonst? Theoretisch könnten die Schüler auch andere Dinge machen, einen Ausflug nach Barcelona zum Beispiel. Haben wir damals gemacht, fanden wir langweilig. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Alkohol. Das hat jetzt genau 5 Minuten gedauert, dass ihr erst einen Schnaps in der Hand habt und so einen Aufkleber. Prost. Jetzt erstmal kurz ins Hotel die Koffer abstellen, bevor es so richtig abgeht. Lloret ist ein Paralleluniversum, ein Partyloch voller Bettenburgen. Wer Kultur will, muss hier lange suchen. Auf die 40.000 Einheimischen kommen im Sommer mehr als doppelt so viele Touristen. In dieser Woche allein sind rund 5.000 deutsche Abiturienten im Ort. Für die beginnt bald der Ernst des Lebens, zu Hause ausziehen, auf eigenen Beinen stehen, doch erstmal einen heben. Gut, dass es in Lloret billige Drinks an jeder Ecke gibt. Genau wie Männer, die ihre Männlichkeit beweisen. In dieser Bar glühen viele der Schüler heute Abend vor. Willkommen in Lloret. Hier ist schon ordentlich was los. Wir trinken einen. Natürlich trinken wir einen. Komm, geh mal einen trinken. Kriegt er auch gleich um? So, Prost, Prost, Prost. Auf was trinken wir? Auf was trinken wir? Auf den Sommer, auf Party, auf Eskalation. Auf Eskalation. Mit Holger, der mit dem Ficken-Shirt, muss man immer einen trinken. Auch die Schüler, mit denen wir im Bus gekommen sind, geben ordentlich Gas und bringen sich auf Pegel. Oder sind es schon? Johnny, Johnny, Depp, 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 Johnny, Depp, Depp. Komm mal Nasenspitze, komm. Finger, Nasenspitze. Ja. Was erhoffst du dir von der Woche Abifahrt? Spaß, dass ich endlich mal braun werde, weil die Bauernbräune, die muss weg. Aber einfach nur Spaß. Bis auch
viel Alkohol, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu viel. Überall Abiturienten mit Literbechern Alkohol in der Hand. Bin ich alt geworden? Oder einfach nur noch zu nüchtern? Ich rede mal mit jemand Älterem, Reiseleiterin Nele. Willst du neben mich kommen? Okay, ja. Kann ich sehr gerne machen. Und? Der Tag bisher? Lang. Das wäre so das Wort, mit dem ich es beschreiben würde. Warst du noch mal schlafen? Nee. Also ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt noch mal duschen gewesen bin, ehrlich gesagt. Weil essen war ich ungefähr seit wir angekommen sind noch nicht. Fühlst du dich dann ein bisschen wie eine Mutti? Ja, ich sag tatsächlich, sind meine Kinder. Obwohl der Altersunterschied gar nicht so krass ist in dem Fall. Du bist wie alt? Ich werde jetzt 23. Was halt ein bisschen unangenehm ist, halt, wenn man denkt, okay, wir sind sowas wie Objekte oder so. Also gerade wenn wir Frauen, ich klein und blond, ist natürlich schon so ein bisschen Stereotype. Man tanzt halt auch mit den Gästen dann zusammen. Und klar, dann kommen die halt einfach ein bisschen nah dran. Aber ich glaube nicht, dass man sich irgendwas dabei denkt, sondern dass der Alkohol einfach da eine sehr große Rolle spielt. Und wie ist es mit Kolleginnen von dir? Ich habe da echt noch nie was gehört, tatsächlich. Mühle, Mühle, was geht? Seid ihr immer noch da? Ah, da bist du ja. Was geht bei euch? Ja, immer noch. Hey, sorry, dass ich störe. Sorry, mach weiter. Was geht denn bei euch? Ja, was geht bei dir? Ja, ich komme sofort. Wo gehen wir denn hin? Doofe Frage. Ab in den Club. Das ist ein Tromps, glaube ich, hier unten. Das hat halt total was von so Schafen, die zur Party getrieben werden. Immer hier entlang, die große Party. Hallöchen! Wir kommen mit rein. Ja. Alter. Ja. Guck dir das mal wieder an. Ich habe gehört, hier sind ganz viele Abiturienten heute am Start. Leute, Leute, ganz schön was los hier. Ich schaue mir das lieber aus sicherer Entfernung an und schicke mal den Kameramann auf die Tanzfläche. Ja! Der nächste Tag. Er sucht sein Glück, ich meine Gehirnzellen. Gestern war noch der eine oder andere Schnaps im Spiel. Guten Morgen. Meh. Guten Morgen. Wie ist es eigentlich? Schon nach geplanter Zeit jedenfalls. Weiter. Let's go. Wir sind unterwegs zum Hotel, wo unsere Jungs aus dem Bus wohnen. Den Tag starten wir gesund, weil wir wissen ja, wie der Abend endet. Guten Morgen. Ihr seid ja schon auf. Öle. Wir dachten, wir kommen jetzt zum Wecken vorbei. Wann seid ihr denn aufgestanden? Immer. Zähne. Am Mittwoch. Und was gibt's zum Frühstück? Ja, Wodka, Bier, Wodka. Wodka. 10 Bier sind auch Stützel. Ja. Und was habt ihr sonst so geplant heute? Sauber. Habt ihr das All-Inclusive drin hier, die Getränke? Ja. Ihr dürft quasi for free einfach um 10 anfangen hier zu saufen. Ey, ich habe noch nicht mal gefrühstückt und die haben schon einen sitzen. War das bei meiner Abifahrt auch so? Jedenfalls haben die Jungs eine Trinkregel. Vor 12 Uhr mit der rechten Hand, danach mit der linken. Wer es falsch macht, muss exen. Ihr habt noch nichts Normales gedrückt, ihr müsst immer exen, wenn ihr was falsch macht. Das Abi haben sie übrigens alle in der Tasche. Nur ihre Noten wissen sie noch nicht. Und was macht ihr alle danach? Ja, erstmal in Erlangen. Öle. Also, saufen. Ja, lang saufen? Ja. Nee, also so, keine Ahnung, so Ferienjobs und so, dass man sich so durchsteckt. Aber jetzt erstmal ein Jahr keine Schule oder so. Weil ich würde sagen, schon irgendwann studieren. Aber erstmal dann. Was würdest du studieren?
ich bin nicht gut in Mathe, deswegen irgendwas mit Sprachen, vielleicht Kommunikationswissenschaften oder so. Aber habt ihr dann so ein bisschen das Gefühl, dass euch das Abitur eigentlich relativ schlecht aufs Leben vorbereitet? Im Sinne von, in welche Richtung es gehen soll? Du weißt nicht, was du wirklich machen sollst. Und darum geht es auch so vielen so wie uns hier. Wir wissen alle nicht, was wir machen sollen. Und wie wäre es besser? Einfach mehr Praktikums. Bist du schon wieder Psoffer? Einfach mehr so mal in den Job reinschnuppern lassen. Das wäre gut. Wenn ich es wirklich können würde in Physik, könnte ich das Volumen von der Sonne berechnen. Aber ich kann keine Steuererklärung schreiben. Also, guck mal. Ich bin jetzt zwar noch keine 18, aber wenn ich irgendwann ausziehe, ich muss meine Steuer selber machen, aber ich kann es nicht. Schule bereitet dich nicht auf wirklich die Sachen vor, die du wirklich im Leben brauchst. So. Genug mit den ernsten Fragen. Ein Schlückchen Wodka Pfirsich kann ja nicht schaden. Auch für den Kameramann. Mitgehangen, mitgefangen. Okay. Ich probier mal, ja. Moment, die Trinkriegel. Das war die linke Hand! Das war die linke Hand! Das war die linke Hand! Den musst du jetzt wegziehen. Also wir können ja mal die Jury fragen. Ja, Jägermeister. Jetzt müssen wir aber los. Ein paar Straßen weiter zur Bar Pirata. Damit auch dort heute Abend wieder der Alkohol fließen kann, kommt am Nachmittag die Getränkelieferung. Micha hat den Laden 2011 aufgemacht, zusammen mit seiner Frau Elke. Jetzt bin ich froh, dass du hier bist. Jetzt wird getragen. Weil jetzt kannst du alles einräumen. Yay. Elke, mir gehen Kaffee trinken. Okay, wunderbar, das gefällt mir. Das Lager ist fast leer gesoffen. Deswegen haben Micha und Elke auf den letzten Drücker noch Nachschub bestellt. Das hast du dir auch nicht so vorgestellt, dass du jetzt noch erwarten musst. Ach du. Also war dann schon eindrucksvoll, wie viel die Leute vertrinken. Das sieht man ja hier so auf einem Haufen. Das sind nicht wenig. Und wie ist es bei euch mit den ganzen Abiturienten, die jetzt ja gerade da sind? Das macht am meisten Spaß. Ja. Das macht am meisten Spaß? Ja, die sind immer gut gelaunt, die wollen nur eins Party machen und das finde ich toll. Die Bar ist von März bis November geöffnet. Micha und Elke arbeiten hier jeden Tag, haben mittlerweile sogar einen zweiten Laden aufgemacht. In der Hochsaison geht ihre Schicht oft von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts. Wie an vielen Orten in Joret gilt auch in der Bar Pirata, kundenfreundliche Preise. Billiger ist besser. Wenn wir halt Marke nehmen, kostet es natürlich auch ein bisschen mehr. Unwesentlich, aber... Ja, Sie klar. Wollen das Preiswerteste, was geht. Also uns haben die Abiturienten gesagt, die sind teilweise irgendwie mit 50 oder 70 Euro hier angereist für die Woche. Oh. Und? Ah ja, deshalb, dann trifft es sich ja ganz gut, wenn wir hier ein Bier für 1 Euro anbieten oder 46, 48 Shots jeweils 1 Euro. Ja, eben. Na gut, was machen wir dann als nächstes? Zitronen schneiden. So, danach darfst du sie bitte hier in das Schälchen und keine Müdigkeit vortäuschen. Als weitergeschnitten, das Ding darf voll werden. Ja, so ist halt im Leben, ne? Einer muss immer die Zitronen schneiden. Ja. Habt ihr Kinder? Im Sommer ganz viele, im Winter keine. Nein. Also keine eigenen? Nein, es sind nur meine Kinder hier. Genau, hier so an die Wand bitte. Was? Geht dir der Job manchmal auf den Keks? Ganz ehrlich eigentlich nicht. Nee? Nee. So jeden Abend Party? Ja. Jeden Abend? Jeden Abend Party. Saufen. Jeden Abend Spaß. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn ins Waschbecken gekotzt wird. Kommt häufiger vor? Ab und zu. Jetzt nicht zu oft, aber ab und zu kommt es vor. Weil das fließt ja nicht ab. Und dann hast du alles da im Waschbecken. Das ist halt nicht so schön. Dann würde ich sagen, ich komme heute Abend wieder. Und dann schmeißen wir den Laden. Ich zähle auf dich. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Bevor der ganze Partyzirkus gleich weitergeht, treffen wir noch Don Francis. Moin, Hannes. Moin. 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 Ja, das ist sozusagen noch die Ruhe vor dem Sturm gerade. Ja, ja. Ja, die letzten Minuten, wo wir noch mal in uns gehen. In sich geht er mit seinem Lieblingsdrink, Wodka Energy. Oder wie er sagt, Disco-Schorle.
Er gilt als König von Lloret. Wenn jemand für Alkohol und Abifahrten steht, dann er. Seit 2 Jahrzehnten macht der schließlich schon Dauerparty hier. Früher als Reiseleiter, heute tritt er mit eigenen Saufliedern auf. Ja, die Bar habe ich ja mal ins Leben gerufen hier, ne? Das haben wir da original. Hieß die da auch schon I Love Lloret? Das haben wir da rangesprüht, ja. Da habe ich ein paar von meinen besten Sprayern aus dem Osten geholt und die haben hier I Love Lloret rangeballert. Ist das auch so dein Lebensmotto? Ja, ich liebe Lloret immer. Und ich bin ja auch schon 19 Jahre hier. Ich habe ja auch in der Lloret-Hymne deswegen, ich liebe dich mehr als meine Freundin, weil ich habe so viele Frauen gewechselt in den letzten 19 Jahren hier. Aber Lloret de Mar bin ich dann doch immer treu geblieben. Und damals kamst du auch in den Bus gesprungen, in dem ich angekommen bin, Mikrofon gegriffen. Party, 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 damit gleich alle wissen, was abgeht. Genau. Stimmt, kannst mal sehen, wir haben ja 2019, Digga. 2006 sagtest du, hattest du hier deine Abifahrt. Ja. Und ich bin immer noch hier. Ja, und ich bin das erste Mal wieder hier seitdem, ne? Ja, geil. Also nächstes Jahr feiere ich hier 20-jähriges Jubiläum und viele Leute fragen mich, ob ich nicht schon langsam die Schnauze voll habe. Und das Schlimme ist ja, ich habe die Schnauze immer noch nicht voll. Nicht? Nee, also ich mache ja nicht nur meinen Job, sondern ich lebe meinen Job und ich habe auch wirklich noch Spaß dran. Ja. Was ist denn geil an Lloret? Ja, das ganze Lebensmotto, das ist ja so ein bisschen hier, wenn ich hier lang spaziere, wie Alice im Wunderland. Es blitzt und blinkt und überall kommt Musik raus, nur gut gelaunte Leute. Die Leute kommen hierher und wollen eine Woche Spaß haben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr anstrengend wird. Das stimmt, aber es ist sehr angenehmer Stress. Ich habe tatsächlich sehr viel Stress. Die Leute kommen einfach nur da rein, trinken was, tanzen und sehen gar nicht, dass auch dahinter sehr viel Arbeit steht. Also mein Job besteht nicht nur darin, irgendwie Party Party ins Mikro zu schreien und meine Songs zu performen, sondern ich mache halt auch super viel organisatorisch. Findest du manchmal, das ist vielleicht ein bisschen platt, dieses Alkohol, Saufen, Party? Eigentlich ja, hast du recht. Natürlich, man denkt immer, das ist ein bisschen stumpf und die Musik, die wir machen, ist ja auch ein bisschen stumpf und einfach gehalten. Das ist ja auch Musik, wo man danach wirklich erst so bei 0,8 Promille mitsingen kann, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, ob es stumpf ist und gerade die Abiturienten, die wir hier haben, ne? Guck mal, die studieren danach alle, weißt du, so, das ist ja eigentlich die Elite. Das ist ja, ja, das sind die Rechtsanwälte und Ärzte von morgen, die hier sich das Gehirn wegsaufen eine Woche. Don Francis sagt, hier sei zwar auch schon mal ein Betrunkener vom Balkon gefallen, aber eigentlich gäbe es kaum Partyunfälle. Schwer vorzustellen. Andererseits ist auf meiner Abifahrt auch nicht viel Krasses passiert. Wir haben gekotzt, es gab Schlägereien, ein Mitschüler hat in die Badewanne gekackt. Beim Don sah es in dem Alter ganz anders aus. Also wo die Leute hier ihren Schulabschluss feiern, da hast du schon dein erstes Bordell aufgemacht. Ja, das stimmt. Ja, in Hamburg. In der großen Freiheit. Ich war tatsächlich Hamburgs jüngster Bordellbesitzer damals und habe dort ja, meinen eigenen Nachtclub geführt. Und ich bin natürlich von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten. Und meine Karriere auf dem Kiez war relativ kurz. Ich bin dann observiert worden, relativ schnell verhaftet worden. Ja, und dann gab es die volle Klatsche. Und dann saß ich ziemlich lange im Knast. Dann bin ich in Lloret de Mar gelandet. Und habe mich komplett neu erfunden und bin total glücklich damit. Wenn ich zum Beispiel den Strand sehe, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Moin! Na, da sind schon auf jeden Fall ein paar Fans, die sich auf heute Abend freuen, denke ich. Wenig später ist in der ganzen Stadt Happy Hour. Die Leute wollen trinken. Für mich heißt das Arbeitsbeginn in der Bar. Eieiei, das wird keine lockere Schicht. Puh, schon bumsvoll der Laden und viele der Schüler auch. Chef, hi, ich bin da zum Dienst. Ja, bist du spät, na, aber gut. Meine Aufgabe, Bestellungen aufnehmen. 1 Liter SOB. Habt ihr geile Hand? Was muss ich schreiben? 1,6 Liter musst du schreiben. 1,6 Liter, ja, okay. Am Stehtisch. Okay. Wer kriegt den Cola Korn? Hier, weiter. Du? Ja, Styler? Moin. Damit kriegen wir aber noch 4 Euro. Hier ist alles cool. Ich bin in einer Sekunde wieder drin. So, hier schon mal das Sex on the Beach. Oh, Alter. Wie lange sind wir jetzt hier? Seit 10 Minuten bin ich schon total fertig. Ernsthaft? Darauf erstmal einen Stiefel. Der Kundenkontakt ist total wichtig, gerade wenn man in einer Bar arbeitet. Ja, aber jetzt mal, stell dir mal vor, jeden Abend. Macht dir das trotzdem noch Spaß, selbst wenn das dann so viel wie jetzt ist? Das macht mir Spaß, aber
ich fühle mich dann ein bisschen weniger Hass. Kannst du besser mit den Leuten machen? Ja, ne? Machen wir Party. Party. Noch zwei Party. Stunden reicht es mir dann auch. Party, während ja. Die sich noch Y-Kollektiv-Tattoos machen. Ziehen wir schon mal weiter. Der Club Revolution. Heute Abend ist große Mallorca-Party mit Künstlern wie Easy Glück, Lorenz Büffel und Ingo ohne Flamingo. Das sagt übrigens viel über euch aus, wenn ihr die alle kennt. Auch auf der Bühne? Ja, Don Francis hatte definitiv recht. Für die Musik braucht man 0,8 Promille. Mindestens. Aber irgendwann... Egal! Das lassen sich natürlich auch unsere Jungs aus dem Bus nicht zweimal sagen. Wir arbeiten hier! Ja, ja. Ich habe genug gearbeitet, habe auch genug von der Musik. Raus hier! Bevor ich wieder aus Juret abreise, will ich noch eine Person treffen. Was sagt der Priester des Ortes über die ganzen Partytouristen und ihre Sünden? A ver, todos podemos haber tenido un momento de locura, eh? Lo que es importante es que no quedemos en ello. ¿Eh? Sí, verdad. Y todos hemos sido jóvenes, vaya. Al menos los de mi edad hemos sido jóvenes también. Una cosa es que un joven, un chico de 17, 18 años, haga lo que haga, y otra cosa es que lo hiciera un padre de familia que tiene ya sus 40 años, etc. ¿No? Las estafas a nivel mundial. Las estafas, el comercio de armas, la destrucción masiva de los bosques. Esto es mucho más grave que cualquier tontería que haga un chaval aquí en el pueblo. No es que esté bien esto, pero la gravedad es diferente. Stimmt schon. So schlimm wie befürchtet war meine zweite Abifahrt am Ende wirklich nicht. Der einzige Vorfall, von dem mir die Reiseleiter erzählt haben, eine kaputte Hoteltür. Im Grunde also alles wie bei uns damals. Ziemlich harmlos. Trotzdem lasse ich nach diesem Film erstmal eine Weile die Hände vom Alkohol. Und ein drittes Mal nach Juret fahre ich bestimmt nicht. Katerstimmung in Juret, das gute Wetter ist vorbei. Die Abifahrt für uns ein Glück auch endlich. Was habt ihr eigentlich so für verrückte Sachen auf Abifahrt erlebt? Oder findet ihr Partyurlaub eh scheiße? Schreibt es in die Kommentare, ich freue mich auf die Diskussion. Ansonsten haben wir für euch verlinkt eine Playlist mit neuen Videos. Einige von uns, die jetzt auch auf Englisch verfügbar sind, teilt die gerne mit Freunden. Und wir basteln auch an ganz vielen neuen spannenden Filmen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.